Aber einmal wieder quer durch und raus. Oder so. Tödlich ähnlich. Ich glaube, ich mache aber auch nicht mehr so lang. Wird langsam anstrengend. Cool, ich habe rot geleuchtet. Au. Leuchtet schon wieder rot. Ich lese immer Tempelbru statt Tempelbur. Tempelbru. Eisen. Was sneaky Eisen am Klauen? Ich krieg das gar nicht mit. Nicht das? Daneben! So, hab den Reichtum von hier. Wer ist erbärmlich? Du bist erbärmlich. Kurze Streams kenne ich nur von dir, wenn du Frühschicht hast. Tja. Morgen ist mein, ich bleib den ganzen Tag im Bett liegen Tag. Einmal Pad ausruhen. Und dann hoffen, dass es besser wird. Oh, hi! Boah, das Geräusch ist übrigens ekelhaft. Wer kommt mir nicht? Das ist dein Dreck selber. Man soll es halt dann wieder voll durchstarten. Ja, hoffe ich doch. Ich hätte gerne wieder Pilze. Aber das sieht mir eher nach einer Dingens-Quest aus. Ich will mehr von den Pilzen. Arzela, du hast die Pilze verpasst. Los, was soll ich tun? Habe ich den Geschmackssinn verloren? Bin ich verflucht? Ich bekomme das einfach nicht hin. Dumm. Dumm bist du. Ein Dummkopf. Das bist du. Pilze? Ja, Pilze. Man weiß gar nichts. Ich habe Fliegenpilze gegessen und dann waren da Robben. Robben.
Pilze kannst du in Animal Crossing sammeln. Jeden Tag 5 Stück. Ja, ich weiß. Was soll ich tun? Habe ich den Geschmackssinn verloren? Hab schon ganz viele Pilze. Bin ich verflucht? Ich bekomme das und Pilz-Items. Dumm. Dumm bist du. Ein Dummkopf. Soßenversuche. Flusspilz zu süß, Seeforelle zu penetrant, Pollock zu schuppig, Schellfisch eigenartige Textur, Scholle zu mager, Maifisch zu viele Gräten, Goldbrasse zu fleischig, Kabeljau zu buttrig, Quapp zu fest, Halbe zu trocken, Lachs zu üppig, Seesaibling zu zart, Stör zu fischig. Ah. Bin ich verflucht? Ach, recht gut. Ach, komm. Ja, Pilze können schon lustig sein. Ja. Das Letzte, was ich brauche, ist jemand, der mir ins Gesicht lügt. Das war ein Lob, Sachse. Nimm es ruhig an. Was brauchst du da eigentlich zusammen? Ich nenne es Legra-Kestershire-Soße. Ein langer Name. Und was stimmt damit nicht? Sie schafft nicht ansatzweise, diesem großen Namen gerecht zu werden. Das stimmt damit nicht. Und Herr im Himmel, ich habe alles versucht. Ich kriege einfach keinen ausgewogenen Geschmack hin. Ich sollte aufgeben. Wenn ich mich umsehe, kann ich kaum widersprechen. Du hast nicht zufällig einen Aal dabei, oder? Wenn ich mich auf den Weg mache, sind Aale nicht unbedingt das Erste, woran ich denke. Ich habe alles in Legra-Kester geangelt, außer einem Aal. Und du meinst, eine schlüpfrige Flussschlange ist die Lösung für deinen Soßenschlamassel? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Gut, wenn ich einen erwische, bringe ich ihn dir. Ich muss es versuchen und sei es nur, um es auszuschließen. Danke. Ein Aal. Gut. Fantastische Fischwesen, wo sie zu finden sind. Aal. In den Flüssen von Legra-Kester. Gut. Da bin ich ja, glaube ich, gerade, ne? Ja, da bin ich gerade. Ich bin an dem Schatz vorbeigelaufen, das geht nicht. Vorrede. Das Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier. Ja, hier sind ein paar Fische. Aber sind ja auch Aale. Schwer zu sagen, ich sehe nur Fisch. Viel Fisch. Wird kein Aal daraus hüpfen, oder? Aale. Fülle Fisch haut ab. Das ist ja ein anstrengender Fisch.
Ich glaube, das Jahrhundert. Die anderen waren irgendwie leichter zu fangen. Komm her, du Kackfisch. Ist das ein Aal? Ist zufällig ein Aal? Das nenne ich mal Glück. Hey! Ich habe deinen Aal. Oh, gut. Bitte, wirf ihn in den Topf. In den da? Oh, sie ist fertig. Wärst du so freundlich? Ich soll diese Tunke probieren? Natürlich. Dein Gaumen ist nicht so voreingenommen wie meiner. Nimm einen ordentlichen Schluck. Yay. Und? Dein Urteil? Nein. Noch nicht perfekt. Oh Gott! Oh, falls es hilft, ich habe schon Schlimmeres probiert. Ich glaube, das war's dann für mich. Ich sollte meine 7 Sachen packen und sehen, was andere Königreiche zu bieten haben. Wohin wirst du gehen? Vigornerkester, oder wie das heißt. Am Ende muss ich die noch Vigornerkester-Tunke nennen. Ach, danke. Für all deine Hilfe. Ich kenne nicht viele Dänen und ich wollte das auch nie, aber du hast mir geholfen, diese Reise abzuschließen. Wenn ich dich noch um einen letzten Gefallen bitten könnte, würdest du diesen Fehlschlag in die Höhle unter meinem Haus bringen? Ich ertrage den Anblick nicht. Leb wohl. Das Glück sei mit dir. Du wirst es brauchen. Hülle unter seinem Haus. Komm ich da hin? Winfrieds Tagebuch. Auf meinen Reisen durch die Königreiche bin ich in einer kleinen Ecke Lundens in den Genuss des sagenumwobenen Garum gekommen. Es ist schlicht gesagt unfassbar lecker. Es reicht in jede Ecke des Mundes, nistet sich ein und macht, dass du dir die Lippen wund leckst. Ich muss es schaffen, eine Soße von ähnlicher oder besserer Qualität selbst herzustellen. Dann kann ich Mutter und Vater noch beweisen, dass meine Besessenheit eine gesunde ist, die bald Früchte tragen würde. So dunkel. Höhle unter seinem Haus. Wo ist die denn? Hier. Die Leiter. Ah. Wenn ich hier jetzt noch was sehen würde. Was passiert, wenn ich das werfe? Dann stellt sie es dahin. Geil.
So. Oh, Feuer. Ganz tolles Feuer. Kann das? Wenn hier nicht drin steht, oder? So, Tür geblendet. Geh raus. Wie weiter? Ach da. Okay. So. Geht doch. Draußen. Habe ich das schon gelesen? Wilfrieds Fehlschläge. Ich habe angefangen, mit einigen missratenen Soßen weiterzuarbeiten und herumzuprobieren. Vielleicht führt eine Gärung zu einer Verbesserung. Ein Versuch ist es wert, nur der Gestank ist ein Problem. Deswegen werde ich sie unten lagern. Vielleicht schaffe ich es so, durch Nichtstun etwas zu erreichen. Oh, das... Oh, wow, lecker. Gut. Yum. Ich habe seine fehlgeschlagenen Soßen rumgeworfen und probiert. Ich glaube, den treffen wir wieder. Eines Tages, irgendwann. Für die nächste Soße. Nerv nicht. Ich wollte nicht hören. Dieser Ort wird gut bewacht. Nein, bitte nicht. Vorräte. Hä? Ja. So. Wir könnten plündern. Man kann nur mit einem Schiff plündern, also was anderes akzeptiere ich nicht. Das heißt, ich muss hier einmal außen rum. Den Weg. Miep, miep. Attacke! Mast hoch! Los geht's! Ich komm hier nicht raus! Du da oben. Ich bin Flug. Du spießt hier niemanden auf. Upsala.
Ich krieg dich noch, du Mistpikenia. Bitte. Ups. So. Holen Frieden. Da oben irgendwie gefährden. Ups. Kissen. Also ich würde ja echt gern helfen, ne? Aber ich warte da noch mal kurz. Ne? Toll, jetzt brenne ich. Oh, warte, der gehört zu mir. Hey du, steh mal auf. Stell dich nicht so an. Gegner! Für mich Ratte genannt? Ich mag Ratten. Garnknäuel! Will? Hab ich hier looten? Hallo? Ich will looten, danke. Was ist denn hier? Hallo! Ich glaube, mein Pfeil brennt. Ah. Ich brauche hier drüben Hilfe! Danke! Schieben! Weg. Mau. Hallo, jemand zu Hause? Ich brauche Hilfe. Schieben. Auf drei. Drei! Was
Dinge. Fix. Essen! So Leute, ich glaube, das war's. Warte, warte, ich seid im Weg. Mann, Mann. Tschüssi. War schön hier. Na? Einmal fett gelootet. Ja, ja, ich weiß, wo ich auch öfters mal. Hallo? Wo bin ich hier? Ja, Steine stapeln. Komm, trau dich nur. Versuche selbst. Eivor. Komm, stell dich hier hin und blicke über die Fjorde. Halte meine Hand. Genau so. So hoch oben war ich noch nie. Ach. Dein Vater brachte mich vor langer Zeit hierher, als wir nur 19 Winter zählten. Zusammen bauten wir Steinmännchen. Die hier? Ja, stell es dir als Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit. In eine Gestalt, die du magst. Wie gewinne ich? Indem du spielst. Und ein ruhiger Geist ist deine Belohnung. Lass die Luft und die Schönheit der Natur dich besänftigen. Schade. Kann das? Oder so? Ah. Nein. Noch nicht fertig. Oh. Ich hab die falsche Taste dafür. Mann. Mist. Nein. Nein. Ich will nicht nur zwei Steine dahin packen, das ist langweilig. Weit hinten, warum kriege ich das nicht weiter vor? So, wieso kriege ich das nicht nach vorne?
Haha. Menno, warum geht das nicht? Ich will auch nur Steine stapeln. Kann man den anderen nicht mehr ran. Menno! Ich will auch noch einen vierten da drauf haben, die Kamera drehen können. Komisches Steinmännchen, aber ein Steinmännchen. Tada! Nochmal neu bauen, nee, Spaß. Oh, so viel haben wir hier gar nicht mehr. Reichtümer, ich sehe zwei. Drei Rätsel, ich sehe zwei. Ne, hier unten geht es noch weiter. Ah. Da ist wahrscheinlich noch irgendwo eins versteckt. Nee. Hüpf. Danke. So. Mach aber nur noch das da und dann mache ich aber wirklich aus. Sollte ja schnell gehen. Oh, falsche Taste. So. Tachchen. Oder? Arbeitsanweisungen. Von morgen an werde ich diese Ruinen nach Sonnenuntergang untersuchen. Die sengende Sonne erschwert mein Vorankommen. Ich brauche Fackeln, um meinen Weg zu beleuchten, und Ölfässer zum Nachfüllen. Holt welche mit einem Karren, aber gebt Acht, wo ihr ihn abstellt. Wenn ihr etwas verschüttet, könnte alles in Flammen aufgehen. Hm. Klingt doch spaßig. Seid dann schon mal gute Besserung. Dankeschön. Kernherausforderung abgeschlossen. Schon wieder. Ach, Nico, träumen süß von Sauerkraut. Ja, wehe, du träumst nicht süß von Sauerkraut.
treffe ich. Das kann auch warten, dazu lang. So, hab's. Da ist das Geräusch. Und ein Pferd. Gut. Nach jedem Stream, ja, hoffe ich doch. So, dann speichere ich mal. Ja. Und bedanke mich fürs Zugucken und dabei sein. Wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und träumt süß von Sauerkraut. Gute Nacht, Leute, träumt süß von Sauerkraut. Ja, immer doch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.